Und ich bin zurück. Wow. Vorsicht, Gegner. Auf mein Kommando. Ich konnte sie immerhin töten. Immerhin konnte ich sie töten, ja. Ja, Totems noch und wieder Kämpfer. So, was haben wir hier denn? Boah, Mann! Was soll denn das immer? Zu den Waffen, die befohlen. Vielleicht wäre es besser, wenn ich euch erstmal ein bisschen das Mana regenerieren lasse. Hier, folgt mir. Was hat dieser Faurung wohl? Hat er was Besonderes? Allzu viele sind das ja nicht mehr. Amok hat nichts gewirkt, schade. Die Linien müssen halten. Jetzt! Hast du einen Befohlen? Drohnenkrieger, zu mir! Das war der erste. Für den vorwärts, vorwärts! Sammelt euch lieber. Nein! Kloppt alles auf Faurung, los! Das ist ein Hinterhalt! Und er ist tot! Wir werden angegriffen! Und der nächste Drachling ist tot! Was hast du für mich? Vulkanglasfiole, ha! Das brauche ich doch! Feuerregen Stufe 12! Das ist, glaube ich, der mächtigste Feuerzauber, den es gibt. Ha, geil. Unterbrechen. Stein des ewigen Feuers. Roter Zorn. Hui. Also doch eine gute Ausbeute. Folgt mir. Vor allen Dingen, weil wir die Vulkanglasfigur für einen Quest brauchen. So, und jetzt will ich noch diese Drachen eben erledigen. Drohnenkrieger, zu mir! Die meines Erbs! Das ist ein Unterhalt! Also am besten gegen die sind eindeutig die Totems. Was haben wir hier? Beinschienen. Und ein Ring der Erzmagier. Heil dich mal. Sagt er, heil dich. Du willst dich nicht heilen. Schade. Hier. So, das hätten wir damit auch. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Zurück. Und hier habe ich auch noch ein paar. Krieg, wo sind die Gegner? Das waren übrigens nicht die letzten Drachlinge, beziehungsweise der letzte Drache. Wir werden auf dieser Map den einzigen Drachen im ganzen Spiel treffen. Für mir. Für mir. Ein gigantischer Drache. Ein riesiges Exemplar dieser Art. Und ich hoffe, dass er nicht allzu böse ist. Ansonsten reißt er mir vielleicht mal eben so den Kopf ab oder so. Ich weiß ja nicht gerade, wie seine Laune ist. Also, vorsichtig müssen wir da sein. Was ich gefunden hatte, wo war es? Elfischer Silberbogen. Der macht wirklich wesentlich mehr Schaden als mein Geistesstörer, aber ich verliere diesen Amok-Effekt dann. Obwohl, vielleicht ist der gar nicht so wertvoll, wie ich immer dachte. Hartlederbeinpanzer 42. Plus 60 sind über 100. Über 100. Ausdauer 8, Intelligenz, Weisheit 4. Dann haben wir da 13. Dann haben wir da.
468, 139. Ja. Sieht cool aus, oder? So schön einheitlich. Behalten wir das doch einfach mal. Knochenring. Was haben wir da noch? Ring der Erzmagier. Mein Knochenring gefällt mir eigentlich ganz gut. Ging das noch? Ah. Egal. So. Jetzt müsste ich eigentlich gleich hier sein. Schön einheitlich, der Avatar. Dann wollen wir mal eben gucken, was für ein Schutzzauber diesen Man hier denn umgibt. Gleich spawnen hier überall Dämonen. Eine riesige Armee wird uns vernichten. Ja, ja, unter dem Stein nach dem Splitter suchen. Im Boden verscharrt liegt der Splitter des Herbstlichts. Plötzlich umgibt ein weißes Glühen den Stein. Toll. Die Linien müssen halt auf meinen Korn los. Ein Frostwesen. Auf meinen Befehl. Okay, es hat ganz schön viel Leben. Vorsicht, Gegner! Ja. Aber irgendwie war das doch nicht stark, oder? So, was sagt... Ja, wir haben diesen Splitter nun. Als nächstes werde ich mit... Mit Rigor muss ich auch noch reden, wegen dem Schattenring. Und mit John Farlorn. Denn John Farlorn weiß vielleicht, wo ich zum Beispiel Schwefelpulver kriege. Oder... keine Ahnung, was er da noch brauchte. Irgendwelche komischen Sachen. Vielleicht kann er mir auch was verkaufen. Er ist schließlich einziger Freihändler hier, also... Wenn der mir nichts geben kann, dann bin ich verloren. Komm her. Willkommen zurück. Hallo. Ich habe euren Splitter gefunden. Gut, oder? Ich hätte nicht gedacht, ihn je wiederzusehen. Ich hoffe, er bringt uns nicht noch mehr Unglück. Keine Sorge. Man muss ihn dorthin zurückbringen, wo er herkam. In die Ruinen von Mulandir. Dann nehmt ihn und geht. Ich kann mich an seinem trügerischen Glanz ohnehin nicht mehr erfreuen. Gut. Ich suche einige Substanzen. Ich hätte euch den Alchemisten nicht angesehen. Was soll es denn sein? Feuerpulver, Schwefelbinder, Brennsalz und eine gute Fiole, um alles zu mischen. Tja. Holla, wollt ihr eine Stadt in Brand setzen? Nein. Es ist für den Zwerg, den Baumeister aus Windholme. Er wird damit das Tor freilegen. Ah. Sprecht ihr die Wahrheit? Der Zwerg ist am Ende doch erschienen? Das sind gute Neuigkeiten, die ihr da bringt. Die besten. Also, was war es nochmal? Brennsalz. Zu den Substanzen. Ich benötige Feuerpulver. Das wird nur von den Zwergen hergestellt. So etwas gibt es hier nicht. Na toll. Ich wüsste allerdings eine Art Ersatz. Wenn man Feuerkristalle zerstampft, erhält man ein Pulver mit praktisch der gleichen Wirkung. Okay. Wo finde ich Feuerkristalle? Bei Kreaturen, die den niemals erlöschenden Flammen der Welt entstammen. Die Elfen nennen sie deshalb auch Steine des ewigen Feuers. Bringt mir 3 solcher Steine und ich werde das Pulver für euch herstellen. Ich habe welche. Hier sind 3 Feuerkristalle. Gut, wartet einen Moment. So, hier ist das Feuerpulver für euch. Vielen Dank. Habt ihr Schwefelbinder? Ich hoffe doch. Ein recht gewöhnliches Zeug. Davon haben wir wohl noch etwas hier. Es soll euch ein Goldstück kosten. Ja, du Halsabschneider. Es ist zu eurem eigenen Vorteil, Mann. Nun, wir sind Freihändler, keine Freigeber, mein Freund. Ein Goldstück tut euch doch sicher nicht weh. Euer Volk besitzt die Sturheit von Ziegenböcken. Wo bekomme ich Brennsalz? Das findet man nur sehr selten. Es kann aber auch handwerklich gewonnen jetzt werden. Jetzt rede doch, ich will wissen. Das brennende Blut der Dämonen enthält eine ganz ähnliche, ebenfalls stark ätzende Substanz. Ich hab noch Dämonenblut. Wenn ihr es schafft, mir etwas Dämonenblut zu bringen, dann kann ich daraus das Salz für euch gewinnen. Ja, ich hab noch Dämonenblut. Hier, wo hast du es da? Hier, Dämonenblut für das Salz.
Wir werden das Salz für euch aussieden. Und mit dem Blut, was machst du damit? Trinkst du das? Ach ja, die Fiole, die ich gefunden habe. Wird es mit dieser Fiole gehen? Vulkanglas. Das ist genau das Richtige für eure Dann Mischung. Hab ich eigentlich fast alles. Hier, nehmt diese Münzen und gebt mir Schwefelbinder. Ich wusste, ihr würdet vernünftig werden. Hier. Ja, ich habe alles. Das ist doch perfekt. Jetzt muss ich allerdings das Video beenden. Also wartet einfach bis zum nächsten Mal ab. Dann werden wir schon etwas in die Luft sprengen. Bis dann.